Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gestrandet. Wieder alleine. Letztes Mal habe ich den Cube vorgestellt und diesmal habe ich gedacht, troll ich mal ein bisschen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, also so eine Trollfolge können wir wieder sein. Und ich dachte mir, ich troll mal den Dalukat. Der ist zum Glück nämlich gerade nicht da, soweit ich das weiß. Ich drücke mal Tab. Nein, er ist nicht da. Und zwar habe ich mir gedacht, die Wolke da oben, die ist perfekt. Da werde ich doch jetzt mal schön Razza reinschreiben. Ja. Dass man quasi, wenn man hier auf der Treppe steht, zu. Ich weiß gar nicht, wie ist das hier? Zu Herr Blaze, genau, da habe ich mich hingestellt. Wenn man dann da hochguckt, dass man da schön Ruther lesen kann. Ruther reicht schon vollkommen nicht. Deswegen habe ich mir die rote Wolle besorgt. Und jetzt gehe ich mal schnell da hoch und werde das mal verwirklichen, würde ich sagen. Ja, das machen wir jetzt einfach. So. Ich habe noch, ich sehe es gerade, ich bin gerade im Game Mode. Das liegt daran, dass ich noch einen Screenshot gemacht habe hinten von dem fliegenden Links jetzt mal für das. Mein Cube habe ich einen Screenshot gemacht. Game Mode 0. Ja, den habt ihr ja gesehen als ja, als Thumbnail, ne? Habt ihr das benutzt, genau, darum ging es gerade. So, da muss ich natürlich wieder rausgehen. Das wollen wir natürlich nicht, ne? So, was haben wir noch? Wir haben noch 5 Hühnchen dabei. Die kann ich erstmal essen hier. Ich brauche nämlich Nahrung. Und dann begeben wir uns mal nach da oben, bevor irgendjemand hier auf dumme Gedanken kommt und uns davon abhalten kann, dass wir hier rumtrollen. Kann man hier irgendwo ins Wasser springen? So. Ich hoffe mal, da unten ist noch offen. Ich weiß ja, da du wolltest mal irgendwann wieder zumachen. Ich hoffe, das hat er noch nicht getan. So. Ah, das sieht noch offen aus. Das ist sehr gut. Ich denke mal, wenn ich da oben Ruther reinschreibe, das wird schon herrlich. Jetzt muss ich mir natürlich genau Gedanken machen, wie rum ich das schreiben muss, dass man das von unten richtig lesen kann. Ja, wenn man hochguckt. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ich muss mir das gleich, wenn ich oben bin, überlegen. Gut. Ja, jetzt müssen wir erstmal diesen gigantischen Turm hoch. Das ist immer wieder eine schöne Sache, hier hochzugehen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee gekommen ist, sich so einen Turm hier hochzubauen. Obwohl die Treppe in meinem Tower natürlich auch nicht besser ist. Ne? Ihr habt das gesehen, als ich ihn gebaut habe. Das ist schon ein bisschen sehr chaoshaft. Da würde ich auch gerne weiterbauen. Ich will da nur nicht ungern alleine dran weiterbauen. Außerdem brauche ich noch mehr Gold. Meine Goldfarm läuft ja jetzt. Ich werde dann also über Nacht quasi mich nochmal da stehen lassen und dann werde ich morgen einiges an Gold haben, denke ich, um da schon mal anzufangen. Und morgen dann meine Aufnahme werde ich dann starten und quasi mit Gold, mit Schlossbau oder sowas. Das wird also jetzt demnächst kommen. Hier ist zu. Hier ist zu. Was ist das? Komm hier oben nicht rein. Alter, wer hat denn da zugemacht? Was ist das für ein Block da oben? Wow, wow, wow. Ich habe gerade was kaputt gemacht. Wieso kriege ich das nicht kaputt? Jetzt. Ich weiß nicht, warum das nicht aufgeht. Was ist denn das hier für ein Ding? Egal, ich mache einfach mit der Handkante davor. Ich habe keine Ahnung, was da oben drauf steht. Warum kommt man denn nicht mehr raus? Hat der jetzt gerade aufgehört? Ne, er macht weiter. Okay. Mach's einfach kaputt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was es ist. Ich habe gerade auf jeden Fall eine Ranke kaputt gemacht. Das ist nicht so schön. Das dauert nämlich so lange, bis sie wieder gewachsen ist. Hallo, geht das nicht kaputt? Doch. Wieso ist die Trapdoor denn nicht aufgegangen? Jetzt geht's auf. What the... What the? Egal, wir gehen weiter trollen. Ich muss erstmal aus diesem Schiff rausfinden. Also ich bin jetzt natürlich in diesem Mutterschiff angekommen. Und da gibt es irgendwo einen Weg nach draußen. Irgendwie auf die Flügel rauf. Und von da aus kann man auf die anderen Wolken, soweit ich weiß. Ah ja, hier bin ich auf dem falschen Flügel. Genau, ich muss auf die andere Seite rüber. Ich hoffe, man kann hier irgendwie vielleicht drüber klettern. Ja, das geht doch. Guck mal, wunderbar. So, und das, die Wolke, die ich meine, ist das da hinten. Ich habe mir das natürlich schon genauestens angeguckt hier. Es gibt hier nicht so viele Wege. Hier ist so der Ausgang, da kann man wieder runterspringen. Das habe ich auch vorhin gemacht. Ich war vorhin quasi schon mal hier oben, um zu gucken, ob das hier auch alles geht, was ich vorhabe. So, dann muss man hier durch. Und dann muss man... Ne, ich glaube, jetzt bin ich falsch gegangen, ne? Ich muss irgendwie nach da rüber. Verdammt. Ich habe mir das vorhin extra angeguckt und verlaufe mich jetzt doch noch. So, irgendwie muss man hier hinten rum, glaube ich. Genau, genau, so war das. So, dann trollen wir den jetzt mal gleich schön und schreiben schöne Ruther in seine Wolke rein. Mit roter Wolle, das ist besonders schick. Von oben fällt das wahrscheinlich auch gar nicht auf, wenn ich da Schnee wieder draufpacken könnte. Ah, ich warte einfach, bis es regnet und schneit, dann ist das schon wieder zu. Dann sieht er das von oben erst gar nicht, weil da nämlich so eine schöne Schicht Schnee drauf ist. Es wird herrlich werden, es wird herrlich. So, jetzt muss ich mir mal eine Zeit nehmen, um zu überlegen, wie ich denn hier Ruther reinschreibe. Ist das diese Wolke hier? Wie müsste es eigentlich sein? Wieso baut das hier nicht weiter auf? Doch. So, da ist die Wand auch. Ja, ich habe immer hier im Moment ein Problem mit dem Aufbau der Welt. Ich weiß nicht warum, aber... Ist halt so, ist halt so, ist halt so.
noch müssen, weil ich hätte eine Schere noch mitnehmen sollen. Ach, verdammt. An alles denke ich, nur an Schere nicht. So, ich baue mir mal kurz hier hoch. So. Ah ja, genau, hier so war das. Ah ja, ja, ich weiß wieder. Und runtergucken kann man nämlich nicht so ganz. So, aber ich glaube, da müsste Blaze sein Haus sein. Hier genau, hier runter. Das heißt, man guckt so hier hoch. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, einfach wieder abbauen. Ich hoffe, ich habe genug rote Wolle mit. Und wo habe ich denn hier die rote Wolle hingepackt? Da. So, also. Jetzt habe ich den Schnee weggemacht, verdammt. Egal, man guckt also quasi so hoch, dann müsste man hier. Also müsste hier oben der Bogen hin, hier wo ich bin. So, jetzt muss ich nur abschätzen, dass das groß genug wird. Ah, wir wollen es auch nicht zu groß machen. Machen wir einfach mal den weg, würde ich sagen. So, und den. Ah, die Wolle, die ist halt hinterher weg, ist ja völlig wurscht. So, da kommt diese rote Wolle rein. Eins. Aufpack. Zwei, drei, vier. Fünf. Ups. Ja, ja, wir schreiben hier schön Rather in die Wolke rein. Fünf ist zu klein. Habe ich denn für 10 genug rote Wolle dabei? Ich hoffe es doch mal. So, egal, fünf. Sechs. Boah, wie es leckt hier oben. Ob das mit meinem Cube zusammen zu tun hat? 7. Oh, ich habe die Wolle aufgesammelt. Geil. 8. 9. 10. 10. Wäre das nicht ein bisschen groß dann? Jetzt muss ich überlegen, damit das R, A, T, H. Ach, das sollte locker passen. Komm. Das wird ganz easy. So, man guckt so da hoch, habe ich gesagt. Das heißt, hier muss der Bogen hin. Machen wir das einfach mal. So. Dahin. Dahin. Das muss ja auch einigermaßen gut aussehen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier machen wir die Schräge hin. Nur die Frage, wie schräg wir es machen. Na komm. Es wird schon ein verdammt großer Buchstabe, glaube ich. Aber es passt, muss so sein. So muss das sein, so riesig. Schreiben wir es hier hin. Ja, ja. Ich glaube, den machen wir nochmal weg. Ich hoffe, ich kann den einsammeln. Nein. So, machen wir den dafür dahin. 3. Dann hier 2. Ich hoffe, ich habe genug Wolle mitgenommen. Ne, da muss er dann hin. Das ist dann vorne die Spitze. Oder? Passt das? Ja, das müsste passen, ganz genau. Den auch weg und den da weg. Und dahin. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber man kann es bestimmt lesen. Das wäre dann das R. Das ist jetzt natürlich spiegelverkehrt, aber wenn man von unten guckt, müsste das richtig sein. So, jetzt kommt ein A. Ich hätte echt eine Schere craften sollen, nicht Depp. Geht das irgendwo mit einfach? Ich könnte es anzünden. Ich habe auch kein Eisen dabei. Hm. Ah, dann haben wir was zu tun hier. Aber wir haben schon. Die Zeit ist schon ziemlich verunstaltet worden hier. Ich versuche mal ein bisschen schneller zu schreiben. So. Nächstes Mal denke ich daran und nehme eine Schere mit. Ehrlich. Ich verspreche es hoch und heilig. So, das muss natürlich genauso groß werden wie das R. Ist ja klar. Oh, ich hoffe, ich habe echt genug rote Wolle. Sonst muss ich gleich nochmal losrennen und neue rote Wolle holen. Das wäre natürlich nicht so schön, ne? So, wie breit machen wir das denn? 5 breit müsste ja eigentlich überall sein. Ja, ich hoffe, das wird nicht wahr. T, H, A müsste eigentlich passen. Das müsste eigentlich, müsste drin sein. Warte mal, Schnee kann ich aber, ich glaube, den Schnee kann ich mir sparen, indem ich das mit der Schippe wegmache. Natürlich ist mein Schippe viel zu stark. Bis wohin? Bis dahin. Ja, das geht trotzdem nicht schneller. Okay, dann mache ich mir die Schippe nicht mit kaputt. Trollololololololol. Ich habe schon lange nicht mehr getrollt. Ne? Muss immer wieder sein. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier keiner da ist gerade. Ist die Gelegenheit ja günstig. Ich weiß nicht, wo die gerade alle wieder sind. Manchmal sind wir ja mehrere Leute, die hier aufnehmen. Und aber heute ist irgendwie keiner da. 1, 2, 3, 4, 5. Hier machen wir die Linie rein. So spare ich mir den Schnee auch wegmachen, wenn ich das so mache.
Jetzt machen wir einen T. 2 breit, 1, 2 breit, dann kommt hier. So müsste ich es eigentlich machen. Das ist auch gut, die kann ich schon mal vormalen irgendwie. Das ist ganz, ganz cool so. Dann kommt hier das Haar hin. Ups, na, ist nicht schlimm. 1, 2, 3, 4, das passt sowieso genau, passt ganz genau. 1, 2, was? 1, 2, 3, dann kommt hier. Jetzt darfst du nicht anfangen zu regnen, dann wäre meine ganze Vorschubarbeit umsonst. So, ich hoffe mal einfach echt, dass das rote Wolle reicht. Das müssen wir gleich noch neu holen, das wäre echt übel. 1, 2, 3, okay, passt. Und in 5 dann. 1, 2, 3, 4, 5. Mit Schippe wäre das echt schneller gewesen, so. Ich muss eigentlich nur, ist das eher kompliziert gewesen. Alles das andere ist alles einfach. Unten wird jetzt vielleicht irgendwo Wolle rumrieseln, aber ich weiß nicht, kann ich ja beim Herrn Blaze aufsammeln gehen. Ich meine, wer hier schon mit Wolken versucht, alles den ganzen Himmel zu verdunkeln, ne? Der muss damit rechnen, dass auch irgendeiner in sein Schloss mal eben Rosa reinschreibt. Ich meine, ne? Ist halt so. So, weiter geht's. Ich tue ihm doch nur einen Gefallen hier. Verschöner mal seine Wolken. So, und wir haben gleich den ersten Stack verbraucht. Das ist echt, echt bitter. Naja, klar. Ne, wo ist denn die jetzt? Ist egal. Wird wohl irgendwo landet sein. Aber wir haben auch schon drei Buchstaben. Wir brauchen nur noch zwei. Von daher könnte sich das locker ausgehen. Na komm. Wir sind jetzt auch schon bei 12 Minuten. Das heißt, es wird wirklich eine 15-Minuten-Folge. Ein Troll 15 Minuten. Ich hätte eine Schere mitbringen sollen. Dann wäre das natürlich sehr viel einfacher gewesen. Aber gut, was macht man nicht alles? Ich hoffe nur, der kommt nicht in der Zeit jetzt hier online. Das wäre natürlich richtig böse. Richtig, richtig böse. Weil normalerweise ist ja immer einer von denen da. Entweder er oder Maru. Ja. Jetzt gerade nicht. Pech, würde ich sagen. Zeit zum Trollen. So, das leckt hier manchmal echt mal. Ey, das ist echt die Nähe zu meinem Cube, die solche Lecks hier verursacht. Das wäre natürlich sehr unschön. Dann muss ich irgendwas einbauen, dass man den Cube abschalten kann. Aber das geht natürlich nicht. Dann. Also es hat lang genug sogar bei dem Cube die ganzen Dinge einzuschalten, ne? Die ganzen. Ich habe gerade die Cube-Folge aufgenommen, kurz vorher. Aber die ganzen Sachen einzuschalten, hat echt lange gedauert. Mit dem Feuerzeug, da ich glaube ich 7 oder 8 Feuerzeuge verbraucht. Alleine um den Cube zum Laufen zu bringen. Also um alle Tore anzuschalten. Weil die Feuerzeuge gehen so schnell kaputt, ey, das glaubt man gar nicht. Hätte ich nie gedacht, dass man so viel Feuerzeug verbrauchen kann. Ja. Aber gleich ist es Werk hier geschafft. Wir haben jetzt 13 Minuten. Vielleicht wird die Folge ein bisschen länger, man weiß es nicht. Aber wenn hier der letzte Buchstabe gesetzt ist, dann steht hier auch schön Brother hier oben auf der Wolke und es wird herrlich. Na komm. Ich hoffe, ich habe das noch richtig geschrieben. Dass ich nochmal hier hoch muss und das nochmal richtig machen muss. Wäre richtig peinlich dann, ne? Wenn ich das falsch gemacht hätte. Oh mein Gott. Das wäre richtig peinlich. Ach komm, mit 2 Stacks Wolle. Ich dachte, ich würde nur 1 Stack brauchen. Dachte ich mir, ah, nimm mal alter Satzstack, vielleicht lieber 2 Stacks mit. Allerdings bin ich da auch noch von diesen 5er Buchstaben ausgegangen. Sprich, Buchstaben, die nur 5 hoch sind. Jetzt habe ich ja 10 hoch gemacht. Ich meine, das sieht man dann wahrscheinlich auch besser. Und ja, deswegen hätte ich 5er gemacht, wäre ich wahrscheinlich mit 1 Stack Wolle ausgekommen. So bin ich jetzt froh, dass ich noch ein zweites Deck dabei hatte. Und ja, ist gleich fertig. Man mag es kaum glauben, aber es ist gleich fertig. So. Perfekt. So, jetzt hauen wir erstmal ab hier. Oder, warte mal, ich muss mal eben schnell. Kann ich hier nicht, da kann man auch Schneeblöcke rausmachen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Super. Guck mal, das geht doch schon mal. So, und die Schneeblöcke, die kann ich doch bestimmt verkleinern. Kann man das nicht? Kann man die irgendwie. Wahrscheinlich schon, da muss ich nur irgendwie einen Crafting Table haben. Habe ich gerade nicht. Ich räume ihn einfach mal stehen in die Kiste. Vielleicht brauche er ja welches. Die Wolle auch, das ist ja quasi seine. Mein Quarz kriegt er nicht. So, jetzt gehen wir mal unten gucken, ob das denn so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, wir nehmen natürlich den normalen Ausgang. Ich hoffe, der ist jetzt nicht. Ich habe mir schon mal überlegt, als Troll den Ausgang, den er da hat, unten zuzubauen. Aber es wäre natürlich sehr bitter. Ich habe hier zum Beispiel 41 Level, auch dank meiner Falle, meines Cubes. Und es wäre echt bitter, wenn man die verlieren würde. Deswegen mache ich das dann doch nicht. Und ich hoffe, dass kein anderer auf die Idee gekommen ist, das zu machen. Man könnte nämlich wahlweise entweder hier unten das Ding zubauen, wenn man da runterspringt. Oder anders noch, was viel fieser wäre, das Ding einfach um ein Stück verschieben. Ja. Ausgangsschachbeut. Man kann auch nicht wirklich runtergucken, ob man trifft oder nicht. Oh, ich habe mich bewegt. Verdammt, ich springe daneben. Besser ist das, sicher, sicher. Sicher ist sicher. So, meine Damen und Herren.
Liebe Absolventen und Absolventinnen, weil wir schwimmen da raus. Ich hoffe, man kommt da raus. Dann können wir gleich unser Pracht. Oh, ist da, das ist ja schön. Ich kann es jetzt schon sehen. Ist das geil? Ist das geil? Ah, ne, es ist unten zu. Na super. Ach, Dalu, du bist. Du gönnst einen auch gar nichts, ne? Hier irgendwo rauszukommen. Ah. Trollo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 l. Ich meine, die Wolken, die waren dafür prädestiniert, dass man da was draufschreibt, oder? Wie viele von euch haben sich schon gedacht, oh, auf die Wolke, da müsste man was draufschreiben. Das haben so einige schon gedacht. Gibt es zu, gibt es zu. Außerdem, so Trollfolgen sind immer gut. Ab und zu muss man auch mal trollen. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Was wir zuhuhen denn hier? So, jetzt sind wir schon hier am Schachbrett. Der Weg ist ein bisschen länger jetzt nach Blaze. Aber kein Problem. Die Welt baut sich ja so langsam auf. Alles wird gut. Diese Allee hier, ne? Allee, 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 Allee. Eine Straße, viele Bäume. Ja, das ist eine Allee. Oh, mein Schwung. Habt ihr noch gar nicht gesehen? Habe ich ein bisschen verändert. Ich habe da Wasser und Lava dran gebaut. Ja, wenn ich da mal meinen Goldschloss weiterbaue, dann könnt ihr das auch sehen. So, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier muss doch irgendwo der Weg abgehen. Hier so. Genau. Das ist immer, wenn die Welt nur so halb aufbaut, dann weiß man nie, wo man genau ist. Hütte am Hang. Ja, Hütte am Hang will ich nicht hin. Ich will einfach nur nach Blaze. Ach so, ich hätte beim Schachbrett anders rumrennen müssen. Ne, hier ist der Weg. Den habe ich gesucht. Den habe ich gesucht. So, einfach mal hier hoch. Da hinten ist Blaze Berghütte. Und, oh, ist das schön. Guckt euch das an. Ist das geil, oder was? Hammer. Ich glaube, ich habe Wasser zu groß geschrieben. Den anderen Buchstaben ein bisschen kleiner gemacht. Aber es macht überhaupt nichts, weil er ist ja quasi mein Anfangsbuchstabe. War herrlich. Ich muss direkt mal wieder auf die Treppe zurück und mir das nochmal genau angucken. Wir haben ein bisschen überzogen, macht aber nichts. Ich denke, so ein kleiner Troll, das ist mal verziehen. Hier ist die große Treppe. Hier gibt es auch einen Weg runter. Da steht man dann fast. Genau. Genau so habe ich das auch das letzte Mal gemacht. Ein bisschen Hühnchen essen nebenbei. Okay. Und so, und wieder hoch hier. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, Rather. Gefällt mir. Ich hab sogar ziemlich mittig getroffen, muss ich ehrlich gestehen. Guck dir das an, wie mittig das geworden ist. Ist das geil oder was? Ich bin begeistert. Ich mache hier direkt einen Screenshot, um das als Thumbnail zu benutzen hier. Herrlich. Rather. Oh, ich bin glücklich. Ja, mal gucken, was Dalu zu diesem Troll sagt. So, wir sehen uns einfach in der nächsten Aufnahme von Gestrandet. Ja, bis vielleicht morgen oder einen späteren Tag. Bis dahin. Ciao.